Deutschlandfunk, Sternzeit. 11. Januar. Die Erde ist eine Kugel seit Jahrtausenden. Sonne, Mond und Sterne gehen im Osten auf und im Westen unter. Wir scheinen in einer flachen Welt zu leben, um die sich das Himmelsgewölbe dreht. Doch spätestens seit der frühen Antike ist klar, dass die Erde eine Kugel ist. Dafür sprechen viele Beobachtungen. Fährt ein Schiff davon, verschwindet zuerst der Rumpf. Dann tauchen allmählich die Aufbauten ab, die anfangs noch über den gekrümmten Horizont geragt haben. Auch an Land ist so etwas zu sehen. Wer auf ein Gebirge zufährt, sieht zuerst die Gipfel und nach weiterer Annäherung die unteren Teile der Berge. Bei Reisen nach Süden tauchen am Südhorizont neue Sterne auf, die weiter im Norden nicht zu sehen waren. Umgekehrt steigen bei Reisen nach Norden der Polarstern und die anderen Figuren am Nordhimmel immer höher. Bei einer Mondfinsternis hat der Schatten der Erde immer einen runden Rand. All dies ist nur mit einer Kugelgestalt unseres Planeten zu erklären. Im alten Ägypten beobachteten die Gelehrten, dass die Sonne auf der Breite des heutigen Aswan zur Sommersonnenwende mittags im Zenit stand, aber in Alexandria 7 Grad vom Zenit entfernt blieb. Der Mathematiker Eratosthenes berechnete daraus schon damals korrekt den Erdumfang. Ob die Menschen in der Steinzeit, also vor mehr als 4000 Jahren, auch schon eine Ahnung von der Kugelgestalt der Erde hatten, ist unklar. Damals wurde nichts schriftlich überliefert und womöglich ist viel Wissen verloren gegangen. Wer heute noch die Erde für eine Scheibe hält, katapultiert sich zurück in die graueste Vorzeit.